Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Maifest und Karneval der Kulturen abgesagt. Union appelliert an Fans, nicht zum Stadion zu kommen, und das Wetter wird immer besser. Nach kurzen Schauern am Freitag erwartet uns ein frühlingshaftes Wochenende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 12. März 2020. Wegen der Corona-Krise fallen dieses Jahr das Maifest und der Karneval der Kulturen aus. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstag. Damit sind zwei der bekanntesten und größten Straßenfeste der Hauptstadt betroffen. Auch die Veranstalter des Berliner CSD überlegen, ihre diesjährige Parade zu verschieben oder abzusagen. Sie beobachteten die Lage weltweit sehr genau, sagte Vorstandsmitglied Ralf Ehrlich am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Das Organisationsteam sei in engem Kontakt mit den Behörden. Der CSD Berlin soll in diesem Jahr am 25. Juli stattfinden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die USA ihre Grenzen für Europäer. Sie würden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen, sagte der amerikanische Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien. Aus Europa kommende Amerikaner müssten sich entsprechenden Tests unterziehen. Die Maßnahme gilt nach Angaben des Weißen Hauses ab Samstag früh um 4.59 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Passagiere, deren Flug aus Europa vorher startet, dürfen demnach noch einreisen. Das Coronavirus führt bei Reiseveranstaltern und Reisebüros aktuell zu Einbrüchen der Buchungen. In einer Blitzumfrage unter Mitgliedsunternehmen des Deutschen Reiseverbandes gibt die Mehrheit an, dass der Umsatzrückgang aktuell schon bis zu 75% beträgt. Das Problem ist, niemand weiß, wie lange es dauert. Normalerweise ist es so, dass die Deutschen in Reiselaune sind, dass gerne gereist wird und dass bei solchen Vorfällen auch dann sofort gebucht wird, sobald dieses Ereignis vorbei ist. Hier ist es halt nicht abschätzbar. Wir gehen von einem Last-Minute-Jahr aus. Im Moment sind die Buchungen allerdings sehr, sehr zurückgegangen. Die Menschen sind sehr verhalten beim Buchen. Die Deutsche Bahn hat Anfang März wegen des Coronavirus deutlich weniger Fahrgäste befördert als im Vorjahreszeitraum. Um rund ein Viertel sei das Fahrgastaufkommen in der ersten Märzwoche im Jahresvergleich zurückgegangen, heißt es aus dem Bahnvorstand am Donnerstag. Für die laufende Woche rechnet der bundeseigene Konzern bei den Fahrgästen sogar mit einem Rückgang um 40%. Bisher habe noch kein ICE wegen einer Infektion seine Fahrt abbrechen müssen. Es sei gewährleistet, dass bei Verdachtsfällen ein Testergebnis innerhalb von 1 bis 2 Stunden vorliege. Die Bahn sei auf Notfälle eingestellt, auch darauf, Züge auf offener Strecke evakuieren zu müssen, hieß es weiter. Der Berliner Mietendeckel mit den darin enthaltenen Bußgeldvorschriften für Vermieter ist vorerst weiter gültig. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte am Donnerstag einen Eilantrag von Vermietern ab, die im Gesetz enthaltenen Sanktionen bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft zu setzen. Die Nachteile für Vermieter in Form drohender Bußgelder seien nicht so groß, dass dies eine Aussetzung rechtfertigen würde. Würden die Bußgeldvorschriften vorerst nicht gelten, bestehe für Mieter dagegen die Gefahr, dass viele Vermieter sich nicht an den Mietendeckel halten, erklärten die Richter. Das Urteil über die Verfassungsmäßigkeit des Mietendeckels steht noch aus. In der Coronavirus-Krise setzt der 1. FC Union Berlin vor dem Geisterspiel gegen den FC Bayern München klare Prämissen. Sie im deutschen Fußball und Sie als Bundesligist müssten in der Lage sein, das auszuhalten und die Herausforderungen zu meistern, sagte Union-Präsident Dirk Zingler. Es gebe keine andere Sportart und keine andere Institution, die so viele Mittel zur Verfügung habe, ergänzte der Chef des Berliner Erstliga-Neulings. Wie bei allen anderen Spielen des Wochenendes sind bei der Partie Union kontra Bayern keine Zuschauer zugelassen. Zingler appellierte an alle Union-Anhänger, nicht zum Stadion zu kommen und vor den Zäunen zu feiern. Wir werden natürlich in unserer Vorberichterstattung und auch sicherlich nochmal separat unsere Unioner auffordern, nicht zum Stadion zu kommen. Das ist ganz klar, weil wir auch keine chaotischen Umstände um das Stadion herum wollen. Das gehört auch zu unserer Veranstalterpflicht. Letztlich ist der Mensch aber frei. Wir können im Grunde genommen nur unsere
Pflichten nachkommen. Das werden wir kommen. Also wir bitten im Grunde um alle Unioner, sich nicht morgen Abend auf den Weg zum Stadion zu machen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel bewölkt bei Tiefstwerten von 4 Grad. Der Freitag startet leicht bewölkt. Im Laufe des Tages kommt es immer mal wieder zu leichten Regenschauern und das Quecksilber steigt maximal auf 9 Grad. Und der Ausblick ist vielversprechend. Das Wochenende wird richtig schön. Am Samstag trübt kein Wölkchen den Himmel, uns erwartet Sonne satt. Auch am Sonntag und Montag bleibt es schön. Bei einem leicht bewölkten Himmel wird die Sonne bis zu 6 Stunden lang scheinen und der Regenschirm kann erst einmal in den Schrank. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und frühlingshaften 14 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.